Hallo. Und schon wieder aus dem Auto. Das Wetter gaukelt uns vor, es sei schön. Ist es nicht. Es ist genauso wie immer, wechselhaft. Sonne, Regen, Sonne, Regen. Wird auch gleich wieder regnen. Da ist mein Mann und konzentriert sich auf die Straße. Moin. Wir fahren in Hamburg mit Navigationssystem, weil wir in eine Gegend fahren, in der wir sonst nie unterwegs sind. Wir sind nämlich heute in einer Mission unterwegs. Wir haben hier nämlich einen Sack Geld, den wir loswerden wollen. Der auch schon längst überfällig ist, dass wir ihn loswerden. Ihr erinnert euch noch? Die Spendenaktion zugunsten der Arche. Heute geben wir das Geld ab. Ich gebe euch nachher nochmal einen Stand, falls wir das jetzt bei der Arche gleich irgendwie nicht so richtig hinkriegen, weil wir wissen gar nicht, ob wir da filmen dürfen. Wir haben die Kamera einfach mal mitgenommen. Und Sven wollte nämlich gerne mit dabei sein. Er hat ja auch seinen Anteil daran. Ne? Er muss sich konzentrieren. Ja. Und da fahren wir jetzt hin. Das war unsere Überraschung, was wir denn heute Großartiges machen. Neben Möbel bauen und Buchhaltung. Fahren wir jetzt zur Arche. Nach Jenfeld. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir euch da mitnehmen können. Auf jeden Fall bringen wir dieses Säckchen Geld jetzt weg. Wer ist das denn? Das frage ich mich auch gerade. Hallo, guten Morgen. Es ist schon der nächste Tag. Ich habe gedacht, ich setze mich mal ein bisschen in eine gemütlichere Atmosphäre mit den Sternchen im Hintergrund. Das ist die einzige Weihnachtsdeko, die wir haben. Ich habe gestern nicht weiter gefilmt, weil in der Arche war gerade Mittagsessenzeit. Es sprangen ganz viele Kinder durch die Gegend und fremde Kinder werden nicht gefilmt. Und es hat sich auch nicht ergeben, dass ich jetzt gesagt habe, dürfen wir mal filmen, weil wir sind rumgeführt worden von Herrn Lucht. Der ist da der Verantwortliche, der Chef von der Arche. Und der hat uns ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben, wie es dazu gekommen ist, dass die Arche entstanden ist. Ich sehe gerade da hinten noch ein bisschen Kabellage. Das ist unser neues Zimmer, es ist noch nicht fertig. Guckt also nicht in den Hintergrund, sondern guckt mir ins Gesicht. Also wie gesagt, Herr Lucht hat uns ein bisschen durch die Arche geführt, hat uns ein bisschen von der Arbeiterarche hier in Hamburg erzählt. Und ganz kurz nochmal, ich möchte euch da natürlich auch updaten. Die Arche hier in Hamburg gibt es seit 2006. Seit Anfang 2006. Die Arche ist ja ein Projekt, was in Berlin entstanden ist und was es mittlerweile, glaube ich, an 20 Standorten in Deutschland gibt, in sozialen Brennpunkten. Und es ist gut, dass es solche Einrichtungen gibt, aber es ist schade, dass es solche Einrichtungen geben muss. Aber es ist gut, dass es sie gibt, wollen wir nicht da was Negatives drin finden, überhaupt nicht. Die Arche hier in Hamburg ist entstanden aus einem sehr traurigen Fall, nämlich dem Fall eines verhungerten Mädchens in 2005. Und da fragt man sich, wie konnte es so weit kommen? Der Pastor auf dessen Kirchgemeindegelände jetzt auch die Arche ist, schwierig das zu umschreiben, hat dieses Kind auch beerdigt, begleitet auch die Mutter bis heute. Das Kind ist verhungert und es ist, das Tragische an der ganzen Sache ist zum einen, dass es überhaupt verhungert ist, dass es in sozialen schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, dass sie, es war ein Mädchen, ja, dass die Mutter anscheinend so überfordert war, dass es zu diesem Fall gekommen ist, aber auch, und das ist ein gesellschaftliches Problem, dass es über Wochen nicht aufgefallen ist, dass dieses Kind, dass der Schulplatz unbesetzt geblieben ist. Und das ist der Anlass gewesen, weswegen die Arche hier in Hamburg gegründet wurde und sie ist in Jenfeld gegründet worden. Mittlerweile gibt es auch in Billstedt eine Zweigstelle, aber Jenfeld ist so die Hauptstelle. Und das sind hier in Hamburg schon soziale Brennpunkte und wir sind in die Arche reingekommen und da war gleich ein Riesenlärm. Es war Mittagszeit, die Kinder kamen von der Schule, nahmen da mit den Mitarbeitern zusammen ihr Mittagessen ein. Ich weiß gar nicht, was es gegeben hat, aber sie waren in der Betreuung. Es saßen immer Mitarbeiter mit am Tisch, die mitgegessen haben, die sie betreut haben. Und dann hat Herr Lucht uns auch umgeführt in einen größeren Saal mit Bühne, wo dann auch, es gibt einen Chor, es werden Geburtstage dort gemeinsam gefeiert, es gibt eine Kinderdisco. Ich habe hier das Programm mal sowieso eine Woche abläuft in der Arche und so eine Party. Und dann in der oberen Etage gab es dann eine Kleiderkammer.
Auch das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass es für sozialbedürftige Familien auch Kleider für die Kinder gibt. Jedes Kind kann sich, glaube ich, einmal im Monat 3 Sachen aus dieser Kleiderkammer aussuchen, aber natürlich wird auch in Notfällen geholfen. Dann gibt es einen Hausaufgabenraum, wo auch die Hausaufgaben durch ehrenamtliche Mitarbeiter betreut werden. Da war eine sehr nette ältere Dame, eine pensionierte Lehrerin, die die Hausaufgaben betreut, damit Kinder einfach in einem ruhigen Umfeld Hausaufgaben machen können. Jetzt blinkert gerade meine Batterie, die werde ich mal eben wechseln, damit ich dann in Ruhe weitersprechen kann. Da hatte ich jetzt Glück, dass noch ein Akku gerade in der Ladestation war, sonst hätte ich alt ausgesehen, weil sonst sind alle ausgelutscht, alle Akkus, die ich habe, ausgelutscht. Nee, es kommt davon, wenn man nicht nachlädt. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, Hausaufgabenbetreuung läuft. Es gibt einen Spieleraum, wo Gesellschaftsspiele gespielt werden können, wo gemalt werden kann. Es gibt einen Toberaum, Sportraum. Und es gibt auch 2 Bereiche in der Arche in Jenfeld. Einen für die Kinder von 4 bis 13 Jahren. Und dann gibt es noch ausgelagert einen Jugendbereich für die Teenager, ich glaube bis 18, 19. Und ja, es war ein großes Durcheinander, es war ein ganz buntes Durcheinander und Herr Lucht hat uns ganz viel über die Arbeit erzählt. Ich kann das gar nicht alles so zusammenfassen, weil das waren so viele Informationen und ich finde es ganz toll, was da an Arbeit geleistet wird. Es ist ja ein christliches Projekt, das ist ja durch Kirchen getragen, das Projekt, aber natürlich ist es auch in den Brennpunkten durch Geflüchtete, durch Kinder von Geflüchteten, ich spreche ungern von Flüchtlingen oder Asylbewerbern oder sonst irgendwas, sondern es sind Geflüchtete. Das war natürlich auch eine ganz große Herausforderung für die Arche 2015 und in den Folgejahren. Diese Flüchtlingsproblematik, die Erfahrungen von der Flucht, es sind, die Kinder sind traumatisiert, die Eltern sind traumatisiert, das einzubinden in die Arbeit, in die tägliche Arbeit, mit Psychologen zusammenzuarbeiten. Und da tauchen natürlich auch immer Probleme auf, aber die Kinder untereinander haben, glaube ich, nicht das Problem, bist du evangelisch, bist du katholisch, bist du muslimisch oder sonst irgendwas. Eine große Problematik war, als auch hier durch die Salafisten ganz intensiv an den Schulen angeworben wurden für den IS. Es sind Kinder oder Jugendliche aus dem Arche-Projekt auch in den IS gezogen. Ein Jugendlicher ist dabei auch ums Leben gekommen. Der Vater ist noch bis zur syrischen Grenze hinterher und da war es aber schon zu spät. Aber es sind halt noch 2 andere Kinder in der Familie, die in der Arche sind. Und da ist halt auch das Augenmerk, dass auf diese Kinder aufgepasst wird. Das war auch, glaube ich, eine sehr schwere Zeit, das zu überwinden. Auch die Aufklärungsarbeit bei den Kindern zu leisten und auch diese Themen auf die Agenda zu setzen, dass die Kinder einfach aufgeklärt sind, dass sie nicht durch Agitatoren beeinflusst werden können, dass es woanders alles besser ist und dann zurück in den Krieg gehen oder überhaupt das erste Mal in den Krieg gehen. Also die Arbeit kann man gar nicht hoch genug schätzen und hat meinen größten Respekt. Und deswegen habe ich dieses Projekt auch gerne unterstützt und ich denke, ich werde es auch weiter unterstützen. Ihr findet auf meinem Blog weiterhin das Spendenkonto verlinkt. Wenn ihr möchtet, spendet gerne weiter. Ich bin noch am Überlegen, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr das Projekt wieder oder den Flohmarkt wieder unter für die Arche aufsetzen und es ist jetzt in der Weihnachtszeit, deswegen die Sterne im Hintergrund, die man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so sieht. Da ist natürlich, es wird zu Spenden aufgerufen und Brot für die Welt und Kinderkrebshilfe und was es nicht alles gibt, ein Herz für Kinder und überall wird gespendet. Es ist natürlich die Weihnachtszeit auch ganz intensiv mit den Spenden, aber wir zum Beispiel, unsere Community, das Team Pinselschere Co. hat bewiesen, dass es auch außerhalb von Weihnachten funktioniert und da sind wir jetzt bei dem, was ich immer noch mal aufklären möchte. Ich kenne die Zahlen ja schon ein bisschen länger als ihr, aber vorab, die Arche sagt Dankeschön. Für die vielen Spenden, die eingegangen sind, und es sind wirklich viel eingegangen, das Beutelchen ist leer, da klimpert nichts mehr. Ich habe gestern alles abgegeben und ich suche jetzt gerade mal meinen Zettel, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Denn es sind auf dem Konto, auf dem Spendenkonto, ihr konntet ja nicht nur bar spenden beim Flohmarkt, sondern auch die Auswärtigen konnten ja auch Überweisungen tätigen. Es sind 5 Spenden eingegangen auf diesem Spendenkonto im Gesamtwert von 190 Euro. Irre. Ich freue mich total, hab vielen lieben Dank und Mädels und Jungs oder wer auch immer gespendet hat. Ich kenne die Spender nicht namentlich. Die Arche kennt sie natürlich, weil sie da Einblick
Bankdaten hat, aber wenn ihr eine Spendenquittung braucht, schreibt mich bitte an unter post@pinselschere.co.de, dann leite ich das gerne an die Arche weiter, dass ihr eine Spendenquittung bekommt. Die könnt ihr nämlich bei der Einkommensteuererklärung sogar noch steuermindernd geltend machen. Also scheut euch bitte nicht und sagt nicht so von wegen euch, das ist ein guter Zweck, möchte ich nicht. Scheut euch bitte nicht, ihr bekommt eine Spendenquittung. Bitte meldet euch bei mir, es sind 5 Spenden, wie gesagt, eingegangen und ich leite das gerne an die Arche weiter. Da haben wir einmal 190 Euro zusammenbekommen. Dann haben wir natürlich auch auf dem Flohmarkt gesammelt, die Barspenden. Und da sind sage und schreibe, ich hatte es ja schon mal gesagt, 338 Euro und 53 Cent zusammengekommen. Irre, ihr habt mein Herz so erwärmt, als ich das ausgezählt habe, ich hätte es gar nicht glauben können und habt vielen, vielen lieben Dank für die Barspenden, die da eingegangen sind. Und das habe ich weitergeleitet an die Arche und ich habe den Betrag aufgestockt. Ich habe insgesamt eine runde Summe draus gemacht von 700 Euro insgesamt. Wir haben ja die 190 Euro Überweisung, wir haben die Barspenden 338,53 Euro und ich habe das auf 700 Euro aufgerundet, habe also nochmal 171,47 Euro dazugepackt und ich glaube, es hat ein bisschen lange gedauert, bis ich die Barspenden übergeben habe, aber ich glaube, es kommt jetzt in der Vorweihnachtszeit nochmal richtig gut, weil dann auch Weihnachtsgeschenke für die Kinder gekauft werden können. Es werden keine Elektrosachen, so Gaming oder irgendwas geschenkt, sondern es soll auch immer ein Geschenk mit Mehrwert sein, deswegen werden Bücher geschenkt, es werden Spiele geschenkt, auch mal eine Puppe, was zum Liebhaben und das hat mich sehr berührt. Und ihr merkt es jetzt auch gerade. Also ich bin so begeistert. Wir haben 700 Euro Spenden zusammenbekommen. Und das, ja, wie gesagt. Die Arche sagt Dankeschön. Ich sage Dankeschön. Und guckt in die Infobox, wenn ihr noch spenden möchtet für dieses Projekt. Oder aber auch, wenn ihr eine Arche bei euch vor Ort habt. Schaut mal, gebt das bei Google ein, schaut nach. Da gibt es immer Spendenkonten oder auch andere gemeinnützige Einrichtungen. Es gibt so viele Baustellen hier in Deutschland. Und die Armut hier in Deutschland ist versteckt. Sie ist nicht so offensichtlich. Und sie ist gerade in sozialen Brennpunkten so sichtbar. Und Herr Lucht hat uns von einigen Schicksalen, nicht namentlich, aber auch von den Erfahrungen erzählt, wo er dann sagt, es ist halt auch ganz schwierig. Man kommt sehr nah in die Familien rein und sie halten auch den familiären Kontakt, um dann auch einfach mal in Krisensituationen wirklich reingehen zu können in die Familien und zu sagen, das läuft so nicht richtig bei euch oder auch um Hilfe anzubieten, um einfach solche Sachen zu sehen. Es kann gar nicht hoch genug geschätzt werden, die Arbeit, die die Menschen dort leisten. Dass eben keine Parallelgesellschaften entstehen oder dass nicht auffällt, wenn ein Kind über längere Zeit nicht zur Schule kommt und dann einfach zu Hause irgendwas nicht in Ordnung ist. Das muss heutzutage nicht mehr sein und deswegen finde ich die Arbeit ganz toll. Und bevor ich jetzt anfange zu heulen, beende ich diesen Vlog und sage nochmal ganz, ganz herzlich Danke. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Arche, die Website für die Arche hier in Jenfeld oder in Hamburg, die verlinke ich euch in der Infobox, auch das Spendenkonto. Und wenn ihr, wie gesagt, ein paar Cent übrig habt, spendet gerne für diese Zwecke und dass die Kinder einen guten Start ins Leben bekommen. So, und damit beende ich jetzt den Blog oder den Vlog für heute. Ich werde jetzt anfangen zu arbeiten. Sven ist schon unterwegs, schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Es muss irgendwas so um 8:30 sein. Wir waren gestern schon einmal kurz im Laden gucken. Da stehen massenhafte Pakete, ich werde es euch gleich zeigen. Da war der Weihnachtsmann und es sind meine Vororders gekommen, die vom Online-Preisspektakel, die Pakete muss ich packen. Meine Buchhaltung habe ich gestern geschafft, deswegen habe ich nämlich gestern nicht weiter gedreht. Das ist alles pünktlich rausgegangen, auch vor 24 Uhr. Ich bin ganz glücklich, aber ich weiß, dass in meinem E-Mail-Fach ganz viele Sachen lauern. Also ich werde heute voll zu tun haben, aber ich nehme euch natürlich gerne mit. Es wird die Vlogs jetzt zukünftig dann wahrscheinlich für Sven weniger auftauchen, weil natürlich wir unsere Tage getrennt voneinander verbringen. Er in seiner Arbeit, ich in meiner Arbeit. Meine Kataloge oder eure Kataloge kommen voraussichtlich morgen, sodass ich da auch den Rest der Woche voll zu tun haben werde. Und dann schauen wir mal, wie wir Vlogmas hier weiter gestalten. Ich habe ja noch ein paar Ideen, wie ich das umgesetzt kriege mit wenig Zeit. Das schauen wir mal. Nächste Woche läuft es vielleicht ein bisschen entspannter. Aber dann gehen wir auch schon auf Weihnachten zu. So, und ich packe jetzt meine Sachen und mache mich ins Lädchen und schau mal, was da an Arbeit auf mich wartet.
Jede Menge, ich weiß es jetzt schon. Also, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit und noch einmal vielen lieben Dank von der Arche und von mir.